Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe heute eine Drachenfrucht. Möchte ich euch zeigen, wie man den schneidet. Es gibt viele Methoden, aber ich mache diese Methode. Ich nehme jetzt mal diese Blätter hier raus. Drachenfrucht ist sehr gesund. Hat viele gute Ballaststoffe, senkt Cholesterin und gut für die Verdauung. So, den mache ich beiseite. Halbiere ich. Sieht von innen schön aus. Ich mache es so. Dann schneide ich das hier so rauf. Ziehe ich das einmal so beiseite, so. Und stelle ich hier auf die schöne Platte. Ich mache den Rest fertig und dann zeige ich euch, wie das aussieht. Man kann auch so ziehen darunter, geht auch. Ich habe dicke und dünne gemacht. Und dann ziehe ich das so hin. Und dann stelle ich hier rauf auf die Platte. Wenn ich Besuch bekomme, dann kann man sowas machen. Dann stellt man die Holzspieße so rein. Kann jeder dann nehmen nach Belieben. Ich habe dünne und dicke Spalten geschnitten. Ich mache dann dazu Erdbeeren. Einmal so hier. Einmal so. Auch noch hier Erdbeeren. So. Einmal so. Das sieht gut aus. Eure Gäste werden begeistert sein. So. Und das habe ich fertig. Das sieht lecker aus. Viel Spaß beim Nachmachen. Und vielen Dank fürs Zuschauen.